Ja, dann einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite, liebe Frau Professor Dr. Wüthra. Ich freue mich sehr, dass ich zumindest jetzt die letzten Folien von Ihnen noch sehen konnte. Einen schönen guten Morgen an alle in der Runde, die gemeinsam an dem Projekt arbeiten, um die Konzeptionsphase Richtung BMBF so zu übergeben, letztlich, dass Sie auch in die Praxis stärker einsteigen können. Ich grüße also ganz herzlich all jene, die wirklich mit viel Herzblut, ich habe das verfolgt, an der Klimaschutzregion Ilmtal arbeiten und damit auch genau an den Themen am Puls der Zeit sind. Einen schönen guten Morgen also ins Regionalforum Wissenschaft im Dialog im Sinne der Klimaschutzregion Ilmtal. Ich habe mich heute Morgen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, erstmal sehr über die Aussage von Herrn Schäuble geärgert. Herr Schäuble meinte, sagen zu müssen, wir haben schon größere Herausforderungen erledigt, als den Klimawandel zu lösen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich finde, dass wir vor einer Situation stehen, die wirklich uns alle in immenser Kraftanstrengung fordert. Und Rückenwind haben wir, die seit vielen, vielen Jahren die Klimakrise in den Blick nehmend mehr Klimaschutz einfordern. Rückenwind haben wir durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil bekommen. Das oberste Gericht unseres Landes hat einstimmig, und das ist auch nochmal was ganz Besonderes, festgestellt, dass die Freiheit kommender Generationen von der Umsetzung ambitionierter Klimaschutzpolitik abhängt. Und das ist nicht nur was Besonderes für das Feld, was da entschieden wurde, nochmal einstimmig, sondern die Geschwindigkeit, die da plötzlich und Betriebsamkeit auch auf Bundesseite festzustellen ist, die zeigt eigentlich auch, was für ein Schwergewicht dieses Urteil ist und dass wir gerade in diesen Bereichen der regionalen und lokalen Transformation auf dem richtigen Weg sind, wenn wir uns gut darauf vorbereiten, das auch umzusetzen. Ich empfehle übrigens sehr, wer das noch nicht gelesen hat, die Urteilsbegründung tatsächlich mal sich wieder vor Augen zu führen. Dort steht, Grundrechte sind dadurch verletzt, dass die bis zum Jahr 2030 zugelassenen Emissionsmengen, die nach 2030 noch verbleibenden Emissionsmöglichkeiten, erheblich reduzieren. Mit anderen Worten, praktisch jegliche grundgesetzlich geschützte Freiheit ist gefährdet, wenn wir unser Budget an CO2 überstrapazieren, so wie es an vielen Stellen sich abzeichnet, wenn nicht entschieden und entschlossen gehandelt wird. Übrigens will ich vor diesem Hintergrund auch sehr klar sagen, dass ich überhaupt kein Verständnis dafür habe, dass die AfD sich anschickt, nächste Woche im Thüringer Landtag, dass 2018 wirklich mit viel Mühe und Kraft von uns initiierte Klimagesetz des Landes Thüringens auslaufen zu lassen, beziehungsweise per Gesetz die Rücknahme des Klimagesetzes zu fordern. Sie sehen also, die Rückholbewegung Richtung Klimaschutz ist dauerhaft präsent, um so wichtiger Regionalprojekte anzustoßen. Wenn ich sage, Klimaschutz ist eine der, wenn nicht die größte Herausforderung unserer Zeit, dann hört man ganz oft, was heißt das denn jetzt für uns und ist das überhaupt machbar? Ich denke, die Frage des Obs stellt sich nicht und dass wir zum Wohlstand und zur Wohlstandssicherung jegliche Anstrengungen brauchen, das ist ziemlich klar. Und die Übersetzung aus der Wissenschaft in all die Erkenntnisse, die wir zum Klimawandel haben, gemeinsam vor Ort, wo Bürgerinnen und Bürger mit Wissenschaft und Wirtschaft an einer Hand ziehen, das ist key, das ist der Weg, den müssen wir gehen. Und ich denke, dass Politik gut beraten ist, deswegen freue ich mich auch, zum Regionalforum Wissenschaft im Dialog bei Ihnen kurz zu Gast sein zu dürfen. Politik ist gut beraten, wissenschaftliche Erkenntnisse in politische Maßnahmen umzusetzen. Nicht für umsonst hat zur letzten Weltklimakonferenz die New York Times getitelt, The Science is Clear, ausgerechnet auch die konservative New York Times. The Science is Clear. Also wir müssen eigentlich gar nicht mehr darüber reden, ob wir in einer schwierigen Situation sind und wie die Zahlen aussehen überall und global, sondern wie wir am besten ins Handeln kommen. Eine Voraussetzung dafür betrifft Sie, die Wissenschaft, die Ihre Erkenntnisse so übersetzt, dass sie unmittelbar in Politik und politisches Handeln
münden können. Ich meine, schon 1906 hat der Chemiker Svante Arrhenius den Klimawandel quantitativ beschrieben. Eine Verdopplung der Kohlendioxidkonzentration sollte, so hieß es 1906, im schlimmsten Fall 6 Grad mehr an Temperaturanstieg global bringen. Erst 109 Jahre später hat man sich dann in Paris mit Unterstützung des IPCC auf die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad verständigt. Und seitdem gerät die Umsetzung immer wieder ins Stocken. Ich glaube, wir in der Bundesrepublik, in Europa, wir auch als führender Wissenschafts- und Transformationsstandort sollten zeigen, dass das geht. Und gerade auch in Thüringen sind 100% Erneuerbare machbar und möglich. Wir wollen bis spätestens 2040 bilanziell 100% erneuerbar sein. Ich weiß, dass die Fachhochschule Nordhausen, die Hochschule Nordhausen hier an Modellierungsprozessen arbeitet und uns zeigt, wie das genau möglich ist. Wir wollen den Umbau des Energiesystems wirklich drängend vorantreiben. Und wenn die Ergebnisse der Studie der Hochschule Nordhausen da sind, sind wir da, denke ich, auch noch mal einen Schritt weiter. Umso wichtiger, dass nach Studien, das sei jetzt ein Beispiel, die unmittelbare Übersetzung, ja der Dialog von Politik und Wissenschaft folgt. Und das ist gelebte Praxis und das ist auch richtig und wichtig so. Ich will Ihnen drei Beispiele nennen. Unsere Thüringer Wasserstoffstrategie, die ich in 2 Wochen im Thüringer Kabinett vorstelle, die ist ein Dreiklang aus Praxisprojekten, Forschung und Entwicklung für neue Technologien und selbstredend auch die Übersetzung flankiert in kommunal nutzbare Förderprogramme. Das soll den notwendigen Schwung für den Aufbau auch einer Thüringer Wasserstoffwirtschaft bringen. Dazu die Initialregion Schwarzatal, die Machbarkeitsstudie am Erfurter Kreuz zum Güterverkehrszentrum, wo wir eine Wasserstofftankstelle errichten werden. Also das Ganze greift Hand in Hand und dann ist es auch gelingend umsetzbar. Zweites großes Feld, Bauen mit nachhaltigen Baustoffen, ist ein Schwerpunkt der Klimaschutzregion Ilmtal. Das freut mich ganz besonders, weil dazu passt, Thüringen strebt durch das Thüringer Klimagesetz verankert ja einen klimaneutralen Gebäudebestand an, dass wir das Forschungsvorhaben Lebenszyklusberatung von Holzwohnquartieren der FH Erfurt, der Weimarer Wohnstätte GmbH und der Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft GmbH gemeinsam initiieren. Die Ergebnisse sollen im September, soweit ich jedenfalls weiß, vorliegen. Ich freue mich da wirklich sehr darüber. Wärme und Bauen und Wohnen, modernes Quartiersmanagement, das ist das, worauf wir uns ganz wichtig unbedingt auch konzentrieren sollten. Holzbauprojekte, das wissen Sie, verbinden wirklich viele Vorteile und Sie wissen auch, dass wir gerade auch in Thüringen als Wald, als holzreiches Land hier durchaus, wie ich finde, mit einem Touch mehr Innovation wirklich eine Menge Potenzial heben können. Ja, und ein drittes Beispiel will ich Ihnen nennen zum Stichwort Dialog und steter Austausch von Politik und Wissenschaft. Es gäbe noch viele, viele, viele aufzuzählen, aber ich will die Gemeinde Geratal noch mal ins Bewusstsein rücken, wo die Gemeindeverwaltung im Rahmen des Projekts Vernetzte Mobilität 2 Elektrofahrzeuge nutzt. Wir haben auch hier das wissenschaftlich prüfen lassen, recherchiert, für die Verwaltung aufbereiten lassen. Und dann ist das Ganze auch in die Umsetzung gekommen. Also ich halte das wirklich für ganz wichtig und unverzichtbar. Und ich könnte Ihnen noch ganz, ganz viele andere Projekte nennen. Aber hier dezidiert auch der Dank an die FH Erfurt, ohne die dieses Projekt nicht umsetzbar geworden wäre. Ich glaube, neben dem Dialog, dem Austausch, dem Flankieren von Wissenschaft und Politik ist es als zweites wichtig, für gelingenden Klimaschutz in den Regionen mit den Bürgerinnen und Bürgern gelingende Voraussetzungen gemeinsam zu schaffen, sie zu beteiligen, aufzuklären. Ich sage das auch deswegen, weil wir alle wissen, dass die Auswirkungen und Maßnahmen dann auf die höchste Akzeptanz stoßen vor Ort, die wir uns überlegen, wenn es sichtbar ist, dass es vor Ort begreifbar wird, dass man sich beteiligen kann und finanziell oder im Diskussionsprozess ist Garant. Das gilt nicht nur deswegen, weil Bürgerinnen und Bürger Akteure sind, sondern auch, weil ganz klar ist, dass wir die Unterstützung der Menschen vor Ort brauchen. Haben wir sie nicht,
geraten Projekte auch einfach ins Stocken. Das muss ich Ihnen allen nicht erzählen, wenn Sie sich allein den Ausbau der Windenergie angucken, wo wir mit den Zahlen wirklich nicht zufrieden sein können. Das heißt also, dass es nicht nur darum geht, Maßnahmen intuitiv zu übersetzen und verstehen zu müssen und das vorauszusetzen, sondern aktiv daran mitzuwirken, dass Diskussionsprozesse angestoßen werden, die Diskursfähigkeit durch auch wirklich Fakten gestärkt wird und dann man es im wahrsten Sinne des Wortes man auch gemeinsam schaffen kann, an einem Strang zu ziehen. Ich halte das wirklich für sehr, sehr wichtig und für eine der zentralen Fragen, die wir in Thüringen miteinander wägen und voranbringen sollten. Ich will vielleicht auch am Beispiel von einer meiner ersten Dienstreisen kurz deutlich machen, warum das unverzichtbar ist. Sie alle kennen Kopenhagen als eine der führenden Städte Europas im Bereich Nachhaltigkeit. Sie wissen, dass das die, wenn nicht die europäische Fahrradhauptstadt schlechthin ist. Damit es aber dazu kam, muss man sich auch vor Augen führen, war es so, dass in den 70er Jahren die Kopenhagener besonders unzufrieden über die Unsicherheit der Schulwege für Kinder, die auf dem Fahrrad zur Schule gefahren sind, waren. Und von daher hat man sich damals zusammengetan und überlegt, wie kriegen wir nachhaltige, klimafreundliche Stadtentwicklung so hin, dass die Sicherheit gerade auch der Schulwege immer gewährleistet ist. Da ging es nicht zuallererst um Klimaschutz, es ging vor allen Dingen um die Frage, wie bekommen wir unterschiedliche Mobilitätsansätze miteinander gewuppt. Und genau das, diese Initialzündung gibt es an vielen Stellen, wie ich finde, auch bei uns in Thüringen und daran zu arbeiten und das dann zu entwickeln und den Optimismus nicht zu verlieren. Ich glaube, dass das ist das, was wir tun sollten. Und dann komme ich zurück nach Thüringen, wenn zum Beispiel in Treustädt wiederholt Schlammlawinen über die Ortschaft hereinbrechen, dann wird die Notwendigkeit von Klimaschutz und Klimaanpassung sehr, sehr greifbar. Und es ist deutlich, den Menschen auch deutlich, dass es ein Aktionsfeld gibt. Und wenn in Ostthüringen die Brunnendörfer versiegen, genau das Gleiche. Wenn wir sehen, dass 85% des Waldes in Thüringen nicht vital ist, die Bäume trotz der Niederschläge der letzten Wochen nach wie vor unter massivem Trockenstress leiden, dann sehen Sie, was vor uns liegt und dass wir es uns gar nicht leisten können, quasi in eine Rückwärtsbewegung zu gehen, sondern ganz klar im Vorwärtsmodus und zwar sehr entschieden bleiben müssen. Ja, liebe Teilnehmende hier in der Runde, ich freue mich sehr, dass Sie so gut Hand in Hand in Vorbereitung aller relevanter Fragen, die künftig Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz, die Transformation wissenschaftlicher in regionale praktische Politik, die Netzwerkfrage gemeinsam bewegt haben. Mein Eindruck ist, Wertschöpfungspotenziale dazu packen, vor Ort deutlich machen, was gewinnbringend in der Region zusätzlich zu den Eckdaten, die den Klimaschutz und CO2-Neutralität betreffen, bedeuten, ist der richtige Weg. Ich freue mich deswegen sehr über den Bearbeitungsstand der Klimaschutzregion Ilmtal für Thüringen. Ich hoffe, dass es Ihnen gemeinsam weiter gelingt, den breiten Ansatz aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft lösungsorientiert voranzutreiben, dass Sie damit übrigens auch über die Projektregion hinauswirken und dass der Dialog gelingt. Herzlichen Dank und Ihnen allen eine sehr erfolgreiche Veranstaltung heute.